Hallo miteinander und willkommen zu einem neuen Angespielt hier bei Thorngent. Das hier ist Expeditions Rome und ist tatsächlich ein CRPG in einem römischen Setting. Also eine ziemlich unverbrauchte Geschichte, was das zumindest angeht. Zumindest auf Rollenspielbasis, da gibt es nicht ganz so viele. Das einzige CRPG, was mir einfällt, was so ein bisschen in diese Kerbe gestochen hat, war Age of Decadence, das in so einer Art ja, fiktiven römischen Teil spielt. Ja, allerdings ist das dann doch eine eher krude Sache und vor allem ist sie auch gar nicht auf Deutsch verfügbar, während wir hier tatsächlich ein Spiel haben, das nicht nur deutsche Texte, sondern sogar eine deutsche Sprachausgabe hat. Das dürfte also einigen von euch gefallen. Wir gucken uns das Ganze an. Wo das geschichtlich einzuordnen ist, historisch, in welchem Zeitraum, das werdet ihr gleich so ein bisschen sehen in dem Intro zu der Kampagne. Ich bin hier ja eigentlich blind unterwegs. Ich habe nur ganz ein bisschen die ersten paar Minütchen hier reingespielt, um zu gucken, wie die Steuerung so ein bisschen ist. Wir werden auch alle Texte lesen, wir werden auch alle Tutorial-Texte lesen. Wenn ihr euch also so ein bisschen quasi ein Bild davon machen wollt, wie das Spiel funktionieren wird, wenn es dann rauskommt, na, dann könnt ihr das hier quasi beim Zuschauen machen. Ja, ansonsten lesen wir natürlich alles, was uns unter die Fittiche kommt, was an netten Texten und so weiter angeht. In diesem Fall ist es ja dann Real-World-Lore quasi, also echte historisches Hintergrundwissen, was ja auch ganz interessant ist. Genau, also, dann würde ich sagen, wir starten aber mal in die Kampagne rein. Vergesst am Ende nicht, falls euch das Ganze gefallen hat, ein Like dazu lassen oder vielleicht sogar ein Abo, damit ihr keine weiteren Videos verpasst, denn CRPGs spielen wir hier immer wieder auf dem Kanal und es gibt eigentlich immer eins, was aktuell durchgespielt wird. Im Jahr des Lucius Licinius Lucullus führte Rom mehrere Kriege zur Selbstverteidigung. Allen voran in Griechenland, wo Lucullus selbst die Legionen befehligte. Mit den Blicken aller fest auf die Provinzen gerichtet, hätten nur wenige ahnen können, dass ein scheinbar unglückliches Ereignis in Rom der entscheidende Punkt werden würde, um den sich das Schicksal Roms drehte. Der Pater Familias, einer ehrwürdigen Patrizierfamilie, war unerwartet verstorben. Und ein Senator namens Vitellius Scaevola hatte ein Gebot für die Hand seiner ältesten Tochter abgegeben. Seine Witwe jedoch glaubte, dass Scaevola ihren Mann vergiftet hatte. Und nun versuchte, seinen Platz einzunehmen und sich sein Vermögen durch Heirat anzueignen. In aller Heimlichkeit ließ die Witwe ihr jüngstes Kind im Schutze der Nacht aus der Villa schaffen und aus Rom hinausschmuggeln. Genau, das sind wir in der Charaktererstellung. Und tatsächlich ist es ja so viel mehr als das, was wir hier machen, nicht? Also man kann auch eine weibliche Römerin hier spielen. So einermaßen wird es sicherlich Leute geben, die sich darauf anstoßen, dass es keine weiblichen Legionäre gab und so weiter. Aber gut. Wir spielen natürlich einen Mann. Der Markus heißt. Der aus einer edlen Familie kommt, nämlich von der Gens Claudia. Und ja, der eigentliche Name, wie wir uns rufen lassen. Da gibt es sehr viele interessante Möglichkeiten. So, und wundert euch bitte nicht, es ist in der Demo zwar möglich, die, ja, die Lautstärke der Musik runterzustellen, aber die ignoriert das oft einfach hier, wenn man spielt. Deswegen, ja, kann es sein, dass die ab und zu mal in dieser äußerst lauten Ausbrüche hier, ja, ausbricht, ja. So wie ihr es jetzt ein bisschen im Hintergrund hört, ich habe es einfach so eingestellt, dass meine Stimme immer sehr viel lauter ist als die Musik, wenn sie zu laut ist. Deswegen hoffe ich, dass es passt. Und ihr das hier trotzdem relativ vergnüglich verfolgen könnt. Ja, also na, so typische Sachen, die ganz interessant wären, wenn man super toll ist. Dann können wir uns Valor nennen oder Velens oder Veles. Aber ich denke, wir nehmen einfach mal... Ja, hör mal Spiridius. Das müsste Geist heißen, wenn ich mich nicht ganz irre. Wenn aber nicht diesen Mann nehmen, der so ein bisschen stumpfsinnig aussieht, sondern diesen hier. Hautfarbe ist blass, das ist okay. Das Gesicht kann man ein bisschen anders machen. So viele Optionen sind es zwar auch nicht, aber das ist schon okay. Genau. So. Das ist auch durchschnittlich, kann man, denke ich, auch so lassen. Hat, glaube ich, auch keine Auswirkungen auf den Kampf. Definitiv auch rundenbasiert statt. Also, ja, gibt es auch keine Option für pausierbare Echtzeit oder so. Ist alles rundenbasiert. Und, das ist quasi die erste Charakterauswahl, die wir so ein bisschen machen. Wir können uns später nach dem ersten Tutorial sozusagen noch eine Klasse auswählen, wo wir ein bisschen bestimmen, ja, ob wir jetzt mit Schwert und Schild kämpfen, ob wir mit Speer kämpfen, mit einem Bogen oder mit, ich glaube, Schwert und Dolch ist die vierte Variante.
Aber zunächst mal das hier. Wir können im Laufe der Geschichte vielleicht eine zweite dieser Optionen noch dazu wählen. Hier geht es darum, dass wir uns entscheiden, ja, wie wir quasi überzeugen in Gesprächen. Ob wir mit Logik überzeugen, ob wir mit Pathos überzeugen, also ob wir Leute mit Rhetorik manipulieren oder ob wir hier unsere Autorität wegen unserer Fähigkeiten durchsetzen. Wir gehen natürlich erstmal den Logos-Weg. Dann überzeugen wir natürlich vorwiegend durch Fähigkeiten als durch Manipulation, aber gut, das wird sich noch zeigen. Ich weiß doch gar nicht, wie lange diese Demo hier überhaupt geht. Genau, Fähigkeitsgrade hier sehr schön atmosphärisch auch gewählt. Ne? Caesar und Pompeius als Widersacher, denke ich, kennt auch jeder. Augustus als Nachfolger von Caesar ebenso. Ja, und Crassus, ja, der sein unrühmliches Ende in Parthien fand, als man ihm, weiß gar nicht, was eine Legende ist, was wirklich bewiesen ist, als man ihm flüssiges Gold in den Rachen geleert hat. Ja, er hat auf die harte Tour gelernt, so wie ich in manchem Total War Spiel, dass man sich mit schwerer Infanterie nicht unbedingt mit einem Bogenschützen anlegt. Die Pate haben dich fertig gemacht, den guten Mann. Naja. Auf jeden Fall, Tod im Kampf können wir theoretisch einstellen. Das ist im Prinzip die Eigenschaft, die man eh schon kennt aus... ich muss die Musik wieder runterstellen, das ist unfassbar. Kennt man quasi aus jedem anderen Spiel dieser Art. Wir können quasi entscheiden, ob unsere Leute, wenn sie verbluten im Kampf, dann wirklich ganz sterben. Lassen das aus, tatsächlich. Aus Let's Play Gründen hier und Iron Man lassen wir auch aus. Ist natürlich ganz interessant, das zu machen. Wenn man ein Spiel schon durchgespielt hat, einmal, aber so beim ersten Mal. Naja. Gott sei Dank, dass man nicht gerade weit kommt. Man doch keine Ahnung hat, was man tut. So, ja, ich hoffe, ich muss die Lautstärke der Musik nicht ständig umstellen, weil... Hört ihr mir zu, Dominik? Körperlich seid ihr anwesend, aber im Geist scheint ihr ganz woanders zu sein. Und gesagt, die Beimischung des Sounds funktioniert halt insofern nicht. Ich muss es halt laut lassen, damit ihr die Jungs hier noch hört, während sie reden. Okay. Also, wir sind körperlich nicht nass. Wir sind auch körperlich anwesend, aber auch geistlich. Nicht so fehl am Platz. Was werde ich hier nur tun? Du bist halt, alter Freund. Ich denke wohl immer noch drüber nach, was geschehen ist. Ich weiß, wir sind sehr plötzlich aufgebrochen. Aber hängt nicht der Vergangenheit nach. Ihr solltet euch besser darauf konzentrieren, was in der Zukunft auf euch wartet. Ich habe den Triarchus gefragt, wie nahe Lesbos ist, aber er hat mir keine klare Antwort gegeben. Okay. Er behauptet weiterhin einfach, dass wir unserem Ziel ganz nahe sind. Ich wünschte, wir hätten Rom niemals verlassen müssen. Je schneller ich meine Klinge wieder in Blut tauchen kann, desto besser. Naja, das zu sagen, weil unser Charakter, quasi, wir haben keine Ahnung, was unser Charakter ist, ne? Ach, das klingt ein bisschen arg, ja. Ich meine, wir haben zwar ein Gleiter in der Hand, aber trotzdem. Also, ihr behauptet weiterhin einfach, dass wir unserem Ziel ganz nahe sind. So ist es. Zugegebenermaßen gibt es eine Menge Inseln im Meer und die meisten davon sehen sich ziemlich ähnlich. Ah ja. Fragt ihr noch einmal beim Triarchus nach? Ich hoffe, dass er euch eine klarere Antwort gibt. Er sagte, sein Name wäre Geminus. Geminus der Triarchus. Ja, und jetzt haben wir quasi wegen unserer Wahl vom Anfang eben hier vor allem diese Möglichkeit, oder wir haben nur diese Möglichkeit. Ja, der Mann könnte aber auch ganz ehrlich nicht wissen, wie unsere Position ist. Ich sehe mal, ob ich ihm bei der Bestimmung helfen kann. Und wenn sonst nichts hilft, seid ihr recht gut darin, unvernünftigen Leuten Vernunft beizubringen. Ja, natürlich. Ihr solltet auch Quinctius Aquilinus danken. Ich bin mir sicher, dass nur sein rechtzeitiges Erscheinen in der Villa unsere Leben gerettet hat. So. Ich hätte natürlich auch nichts ausschneiden, ne? Wenn es ein Spiel vorwiegend aus Gesprächen und so weiter auch besteht, dann sollte man das natürlich auch so repräsentieren. Deswegen muss das hier natürlich alles rein, dass ihr ein ganz gutes Bild davon habt, wie das Spiel abläuft. Okay, es sind erstaunlich wenige Passagiere auf dieser Galeere. Eure Mutter hat Geminus reich entlohnt, damit er in Eile und bei Nacht ausläuft. Es sind aber noch zwei andere mit an Bord, die ebenfalls nach Lesbos wollen. Der junge Gaius geht da drüben die ganze Zeit auf und ab und läuft noch Riefen ins Deck. Es war auch ein Gladiator an Bord. Aber ich weiß nicht, wo er hingegangen ist. Der junge Gaius. Ist der Gaius ja auch schon mit dabei? Ist ja wunderbar, ne? schönen Gruß an dieser Stelle. Ja. Wir sind so schnell aufgebrochen, meine Mutter und meine Schwestern. Macht euch keine Sorgen. Die Vitellius-Brüder haben keinen Grund, ihnen etwas zu tun. Außerdem könnt ihr sie auch nicht retten, indem ihr euch Sorgen macht. Konzentriert euch auf die Aufgabe, die vor euch liegt. Ja, danke, dass ihr mit mir gekommen seid, Seneros. Danke, dass ihr mich mitgenommen habt. Es wird wunderbar sein, mein Heimatland wiederzusehen. Ah, okay. Ich vermutete aber so ein bisschen, ist er hier unser griechischer Lehrer oder Schreibsklave.
Okay, jetzt geht's in die Heimat, ha? Ja, schauen wir mal, ob Geminus weiß, wo wir sind. So, wir haben Questmarker. Die unterscheiden sich in zwei Teilen. Es gibt diese speziellen und die optionalen Questmarker. Und die werden uns nur für die aktuelle Quest angesagt, die wir ausgewählt haben. Kamerasteuerung WASD. Wir können mit F mit der Kamera einfach immer unserem Typ hier folgen. Und die wird dann immer zurückgesetzt damit auch. Und genau. Gedrückte Maustaste können wir quasi das Ganze hier auch drehen. Ihr seht's. Und da sind wir auf einer Galeere. Richtig eine Bireme offensichtlich, ne? Zwei Reihen an Rudern. Dann reden wir auch mit den Leuten. Ihr habt euch schnell an das Leben auf dem Schiff angepasst, Domine. Ja, ja, danke. Ich habe aufgeübt in der Badewanne. Ja. In Bädern. So, das ist. Ihr schlagt euch auf See besser als die meisten. Ich bin erleichtert. Das ist C so. Ja, ich glaube, wir sind hier so ein bisschen auf einem Piratenjagd. Jagdtrip. Da wäre es natürlich von Vorteil, wenn man zur See jetzt nicht unbedingt Seegang wird. Ah, Centurio, ich will euch für das rechtzeitige Eintreffen bei meiner Villa danken. Es war eine glückliche Fügung, aber ihr müsst mir nicht danken. Der Konsul hat mich gesandt, um euch zu holen. Nein. Bitte, nennt mich Ceso, wenn euch das nicht unangenehm ist. Ah, kann ich dich auch Ceso nennen und mir einbilden und vorstellen für mich selbst, dass du einfach ein Käseliebhaber bist und deswegen Ceso genannt wurdest? Nein? Ah, okay. Ceso. Nicht Aquilinus? Meine Untergebenen nennen mich Centurio. Meine Befehlshaber Aquilinus. Meine Freunde nennen mich Ceso. Könnt ihr mich Aspiridius nennen? Bei allem Respekt. Das würde ich lieber nicht tun. Okay, meine Güte. So, können wir den Plan noch einmal durchsprechen? Wir sind so hastig aufgebrochen, dass wir nicht drüber reden konnten. Ha, sie hat euch also darüber aufgeklärt? Eure Mutter hat im Geheimen Abmachungen mit dem Konsul getroffen. Ihr sollt dem Kommandostab als Tribunus beitreten. Und was sind die Pflichten eines Tribunus? Ihr werdet nur sehr wenig Verantwortung übernehmen. Die Tribunen einer Legion unterstützen den Legaten und lernen dabei, wie man eine militärische Organisation kommandiert. Ihr werdet weder in den Kampf ziehen noch wichtige Entscheidungen treffen müssen. Ihr werdet in Sicherheit sein, so wie eure Mutter es wollte. Das wird ein guter Schritt auf dem Weg zum Rang eines Senators sein. Dienst im Militär ist schließlich eine Voraussetzung für die Wahl zum Questor. Aber das wisst ihr. Ein Ratschlag noch. Ich weiß, dass Lucullus ein Freund eurer Familie ist. Aber vergesst nicht, dass er Konsul ist und gewählt wurde, um alle Bürger Roms zu regieren. Es wäre besser, wenn ihr euch vor seinen Männern nicht zu vertraut mit ihm gebt. Ach ja. Das gute alte römische Modell, in dem man tatsächlich etwas leisten muss, bevor man in ein politisches Amt gewählt werden kann. Völlig verrückt, ne? Ja, kann man sich auch ziemlich lange drüber unterhalten. Machen wir mal nicht an dieser Stelle. Also, ja, was ist eure Beziehung zu Lucullus? Ich war viele Jahre lang der Primus Pilus der Legio Prima Italica, die er kommandiert. Er wollte, dass jemand, dem er vertraut, euch aus Rom holt und beschützt. Ja, werdet eure Position wieder einnehmen, wenn wir Lesbos erreichen? Der Posten ist bereits von einem meiner Centuriones übernommen worden. Ein guter Mann, der dieser Aufgabe mühelos gewachsen ist. Meine Aufgabe ist es nun, auf euch Acht zu geben und euch bei der Eingewöhnung in euer neues Leben zu helfen. Okay. Ja, es ist mir eine Ehre, euch bei mir zu wissen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Okay, habt ihr mit den anderen Reisenden an Bord gesprochen? Ich habe mich kurz mit dem Gladiator unterhalten, der vor uns an Bord gekommen ist. Nur um sicher zu sein, dass er keinen Ärger machen wird. Er scheint allerdings verschwunden zu sein. Der junge Mann da drüben, Gaius. Er ist offenbar der Neffe des anderen Konsuls, Marcus Aurelius Cotta. Er ist ebenfalls hier, um ein Tribunus zu werden. Ihr solltet mit ihm reden, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Ich bin mir sicher, ihr werdet viel gemeinsam haben. Ich sollte mit den Triarchus reden. Ja, ein Gaius. Das vielleicht tatsächlich, eventuell. Mach doch nicht weg. Gaius, ey. Ich hörte, er flieht vor einem Senator, der ihn tot sehen will. Psst, seid leise. Ah. Salve. Ja, salve. Ich glaube, wir wurden einander noch nicht richtig vorgestellt. Mein Name ist Marcus Claudius Spiridius. Es ist mir eine Freude. Ich bin Gaius Julius C. Oh. Hat sich aber in mein Let's Play geschlichen. Unfassbar, dieser Gaius, ne? Es ist sogar der Gaius, nicht nur irgendein Gaius. Okay.
Ja, es ist meine Freude, euch kennenzulernen. All das hier ist neu für mich. Dürfte ich noch euch ein paar Fragen stellen? Natürlich. Aber denk daran, dass ich auch nicht der erfahrenste Soldat bin. Okay, woher kommt ihr? Ich wurde in Rom geboren. Aber es heißt, meine Familie stammte aus Alba Longa. Alba Longa? Warum habt ihr euch der Legion angeschlossen? Das ist eine lange Geschichte, mein Freund. Sagen wir einfach, die Machthaber mögen mich nicht allzu sehr. Ich habe beschlossen, dass in Rom zu bleiben, wie sagt man das, ein Gesundheitsrisiko wäre. Ah ja, sehr diplomatische Antwort. In wie vielen Kriegen habt ihr schon gekämpft? Um ehrlich zu sein, wird dies meine erste richtige Schlacht werden. Ich habe allerdings die Kriegskunst studiert und bin in Strategie und Taktik bewandert. Das ist meine erste militärische Kampagne. Habt ihr Empfehlungen für mich? Bist du kein wichtiger Teil des Geschehens, werden deinen wichtigen Teilen schlimme Dinge geschehen, hat mein Vater immer gesagt. Ich hoffe, damit wollte er mir sagen, dass ich mutig sein soll und nicht dumm. Okay. Vale, Gaius. Wir sprechen später weiter. Okay. Da ist jetzt der Mann, mit dem wir eigentlich reden sollten. Wonach sucht er? Ach, so ist er schon den ganzen Morgen. Irgendwas sucht er, ha? Seid ihr gerade beschäftigt? Ja, dann Salve Geminus war der Name, richtig? Was? Ja, Geminus. Salve. Ich bin etwas beschäftigt. Der Wind war recht schwach heute, nicht? Mir ist aufgefallen, dass die Ruder schon heute früh im Einsatz gebracht wurden. Ist das der Grund für unsere Verspätung? Na, ihr habt recht. Die Ruderer sind langsam erschöpft. Wir sollten ihnen bald eine Pause gönnen, aber das wird unsere Ankunft weiter verzögern. Wartet. Was gibt es? Schiff dort. Die halten direkt auf uns zu. Sie werden uns rammen. Holt die Waffen eures Vaters. Sehen wir, ob ihr wirklich kämpfen könnt. Uh-oh. Kriechen! Okay. Gaius, geht es euch gut? Es geht mir gut, Centurio. Formation bilden! Treiben wir diese Piraten vom Schiff! So, damit haben wir auch direkt unseren ersten Kampf. Wie angekündigt ist das hier unten basiert und wir können unsere Leute frei bewegen. Es gibt keine Initiative, das heißt, es kommen erstmal alle unsere Leute dran und dann kommen die Feinde dran. Allgemein haben wir einen Aktionspunkt, mit dem wir was machen können. Es gibt also ein paar Sondermechaniken, die gleich ins Spiel kommen, die aber auch erklärt werden, wenn sie aufploppen. Deswegen lassen wir das erstmal sein und ich erkläre es euch dann, wenn es soweit ist. Ja, bevor die Schlacht beginnt, habt ihr meist Zeit, eure Prätorianer zu organisieren und sie in blau hinterlegten Bereich Informationen zu bringen. Klickt jetzt auf einen oder Prätorianer. Also wir können die Leute hier aufstellen vor dem Kampf. Ja, es empfiehlt sich natürlich schwer, der Infanterie vorne zu haben und Bogenschützen und Hilfseinheiten dahinter. Jedoch Angriffe über zwei Hexfelder hinweg, dann kann ich die Hexfelder auch anzeigen lassen in Optionen. Ich behalte das immer für unnötig, weil ich finde, man sieht es eigentlich auch so. Aber ne, wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr das theoretisch auch machen. So, machen wir es mal hier. So, die Variante. Ihr seht, wenn wir hier über die ganzen Einheiten drüber gehen, sehen wir, wie viel Moral sie haben, wie weit sie sich bewegen können. Und verschiedene andere Werte, wie der Basisschaden ist. Wir können zum Beispiel hier sehen, wenn wir über ihn drüber gehen, bei diesen Gymnites. Er hat auch Statuseffekte, wenn wir hier E drücken, um uns die anzeigen lassen. Er ist unausgebildet. Das ist eine der besonderen Sachen, dieser Charakter außer Gefecht zu setzen, stellt den Aktionspunkt des Angriffs wieder her. Das wollen wir bei Militionären oder bei Zivilisten ist das immer so. Ne? Wenn man die raushaut, dann kann man immer diesen Aktionspunkt, das ist dieses orangene Kästchen hier unten, wiederherstellen. Genau, wir wehren die Jungs ab, da bin ich mir sicher. Da seht ihr, um einen Gegner anzugreifen, wählt ihr zuerst, welche Fertigkeit ihr einsetzen wollt. Eine Fertigkeit kann nicht öfter als einmal pro Runde eingesetzt werden. Für viele Fertigkeiten müsst ihr euren Aktionspunkt einsetzen und manche verfügen über begrenzte Ladungen pro Begegnung. Okay. So, dann versuchen wir mal diesen Typ hier. Erstmal Charaktere befehligen. Na, im Kampf können Charaktere der Aktion in beliebiger Reihenfolge durchführen. Zum Beispiel könnt ihr einen gefallenen Kämpfer einige Hexfelder in Richtung eines Gegners bewegen, ihn schießen lassen und dann zurückbewegen. Und das ist auch, das ist besser, wenn ich es euch so zeige. Also wir können jetzt sagen, ne, ich laufe jetzt hierher und dann nehme ich den nächsten und laufe mit dem ein paar Schritte und dann den hier, mache mit dem irgendwas. Also es ist nicht so, dass man immer, wenn man einen auswählt, dass man immer alle seine Aktionen durchführen muss am Stück.
sondern da ist das System sehr frei. Dann würde ich sagen, wir werden mal den Typ hier erschießen. Sehr gut, Statuseffekte. Da gibt es positive, negative und neutrale. So, hier darf der Achilles-Fersenschuss hier. So ein bisschen, ne? So, vier hat er noch. So, mal gucken. Wenn ich dich mit... Ah, du machst auf jeden Fall vier Schaden, ne? Dann gehen wir mal mit dir hier rüber. Das ist unser griechischer Sklave. So, da ist nochmal der Hinweis mit den Falten und der Ausbildung. Den haben wir jetzt ausgenockt und ihr seht, wir haben tatsächlich unseren Punkt wieder. Wenn wir den Typ hier hinten, das ist jetzt eine Fähigkeit aus der zweiten Reihe. Das seht ihr da unten, Reichweite, zwei Hexfelder. Ihr seid ja tödlich mit dem Ding. Ich habe vor diesem Leben schon andere geführt. Ja, das ist offensichtlich. Gibt auch, ihr seht, wenn ich jetzt hier drüber gehe, also es gibt auch eine Zone of Control. Die Feinde können immer einmal angreifen, wenn man an ihnen vorbeiläuft. Ich glaube tatsächlich nur einmal pro Runde. Das heißt, wenn man es einmal ausgelöst hat, ist es danach vorbei. Okay, wir können auch nochmal. Bringt uns aber nichts, weil sobald wir in diesen gelben Bereich hier reinlaufen, ihr seht es bei der Anzeige, dann verbrauchen wir hier einen Aktionspunkt. Hier grün keiner und hier, das ist jetzt neben dem Mauszeiger. Also, ja, ist das jetzt mäßig gut für uns? Was wir machen können, ist, wir können dem Typ hier noch eine mitgeben. Können es vielleicht mit ihm hier so hinstellen, dass wir geschützt sind. Wir hätten euch noch den Buff mitnehmen können, breit machen. Wirkt Stärke auf selbst. Für jeden Rang werden 25% der maximalen Schildstärke zu Beginn der Runde wiederhergestellt. Ihr seht das hier oben. Bei ihm, er hat hier diese Rüstungspunkte noch. Also ähnlich wie bei Water jetzt vielleicht ein bisschen. Die werden zuerst, glaube ich, angegriffen, immer. Und erst danach die normale HP. Die grünen Jungs sind auf unserer Seite. Die können ja also helfen. Wir können auch noch mal weiter vor mit dir. Und beenden den ersten Zug. Okay, der hat ein bisschen mehr. So. Da war der Schlag gegen unser Schild. Da ist auch noch ein Schütze. Ja, der tankt. Wo ist dieser Gladiator, der mit uns an Bord ging? Da oben. Hä? Bam. Unterschätzt niemals den Wert eines eindrucksvollen Auftritts. Ja. Und der Mann ist direkt auf unserer Seite. Bestia. Bestia da, aber Bestia ist auf Polnisch Biest. Zufall, man weiß es nicht. Auf jeden Fall... Schildstoß und Hieb haben wir bei ihm hier. Ne, bei ihm haben wir gezielter Stich. Generiert ein Fokus. Was eine weitere Ressource ist. Ja, zwei Fokus. Dann wird hier halben normalen Schaden. So, okay. Mal das hier. Diese Leute sind so schwach. So, ihr seht, das ist hier die Fokusleiste offensichtlich. Und wenn man die voll hat, dann kann man wohl vielleicht irgendwas Tolles tun. Was das ist, weiß ich aber noch nicht. Deswegen, ja. Gucken wir mal. Wir können hier drüber schießen. 92%. Hier sind es 100%. Das geht nicht, weil wir es nicht sehen. Das Ziel, was genau hier vor uns blockiert ist. Ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus, wa? Schieß mal ihn, ja? Der ist äußerst gepiesackt. So, können wir dich vielleicht mit dem Schild vernichten? Ja, jetzt haben wir auch mehr Punkte wieder. Oh, ist das unglücklich. So, mal hier den Hieb. Damit haben wir den Punkt wieder. Wenn wir hier durchlaufen wollen, kriegen wir hier einen Schlag ab. Das möchten wir nicht. Wir werden dem hier mal mit der Faust mal einen reinhauen. So, unser Herr griechischer Boy. Machen wir hier diesen krassen Schlag hier. 7 Schaden. Ich denke, wir haben alle dran gehabt, ne? Keiner hat mehr einen Punkt. Ja. Yep. Ach, siehst du mal, guck mal.
sich extra zurückgezogen hat. Sind Griechen hier unten angeschlossen. Okay. Wir bauen hier auch Fokus auf. So. Wow. Einfach Pech haben wir. 4 bis 7. Geh mal hier in die Nähe. Gut. Schade, wieso wir jetzt keinen Punkt erhalten haben, ne? Weil eigentlich haben wir den gerade gekillt. Ach, der war gar nicht unausgebildet, das war ein richtiger Typ. Daran lag's. Daran muss es gelegen haben. So, hier schon besser. Hier noch ein Schildschlag. Ich denke, das ist der letzte. Eigentlich noch nicht, ne? Da hinten ist auch noch einer. Aber den kann Gaius mal wegschießen hier, diesen Taxoten. Zack. Und abgewehrt. Ja, so weit, so spaßig eigentlich, ne? Wenn dann noch mehr Fähigkeiten dazu kommen und so mit höheren Leveln. Ist das kein schlechtes Kampfsystem, denke ich. Zurück mit euch in Neptuns Arschloch, Barbaren. Der Triarchus hat uns direkt in einen Piratenhinterhalt geführt, Prime. Erlaubt mir, ihn hier und jetzt direkt hinzurichten. Dieser Verräter muss mit ihnen zusammenarbeiten. Mhm. Wir sind auf dem Weg, uns einen Krieg gegen Piraten anzuschließen. Es ist keine große Überraschung, auf diesem Weg von Piraten angegriffen zu werden. Seid nicht so naiv. Das war kein zufälliger Angriff. Die waren auf unser Blut aus. Es ist ungewöhnlich für Piraten, ein Schiff anzugreifen. Ganz zu schweigen von einer schwer bewaffneten römischen Galeere. Sie greifen lieber schwach verteidigte Küstenstädte an. Das ist weniger gefährlich und profitabler. Gut. Reden wir mit dem Mann. So, ihr hört es wieder so ein bisschen. Das war wieder das leichte Soundbeimischungsproblem. Die Musik wird immer lauter, während teilweise die Gesprächsteilnehmer nicht ganz so optimal laut sind. Gaius war jetzt zum Beispiel ziemlich leise. Und wie gesagt, wir haben die Musik auf 10%, ne? Also. So. Geminus, ihr habt uns in eine Falle gelenkt. Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich hatte nichts damit zu tun, das schwöre ich. Sie sind einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Schweigt! Ihr redet Unsinn! Bei Mars, wir sind auf See. Wie soll da jemand aus dem Nichts auftauchen? Wir können den Mann nicht einfach ohne Beweise hinrichten. Außerdem werden wir unseren Triarchus noch brauchen, um sicher die Küste zu erreichen. Was sagt ihr? Was sollen wir tun? Ja, unfassbar, wie laut diese Musik gerade wieder ist. Ja, was sollen wir mit dem Mann machen? Warum fragt ihr mich? Ihr seid die Primus, solche Entscheidungen liegen in eurer Hand. Ich bin nur ein einfacher Centurio, wenn auch ein gut gekleideter. Für euch hat Lucullus Größeres geplant. Euer Vater ist tot. Die Zeit, in der ihr schwierige Entscheidungen anderen überlassen konntet, ist vorbei. Oh nein. Ja, warum wollt ihr ihn tot sehen, Gladiator? Wir sind unserem Ziel nahe und können es auch ohne ihn erreichen. Wenn es auch nur eine geringe Chance gibt, dass er mit dem Feind zusammenarbeitet, dürfen wir ihn nicht überleben lassen. Gnade, Zweifel, Zögern, das sind alles Schwächen, die der Gegner ausnutzen kann, um einen zu töten. Der Wert, den dieser Mann für uns hat, ist weit geringer als die Gefahr, die er darstellt. So, und worauf das hier abzielt, dieses ganze Gespräch, ist tatsächlich, dass wir wieder eine Entscheidung treffen müssen, die uns beliebter bei den einen und unbeliebter bei den anderen Partymitgliedern hier macht. Herr Gaius, wenn Piraten eigentlich keine Schiffe angreifen, wie ihr sagtet, wann könnten diese hier eine Ausnahme machen? Wir sind wichtige Leute und auf dem Weg, uns dem Einsatz gegen Lesbos anzuschließen. Ist es so unglaubwürdig, dass die Rebellen von uns gehört haben könnten? Das Königreich von Pontus ist dafür bekannt, Piraten zu unterstützen, die Rom Nadelstich für Nadelstich schwächen. Ich denke nicht, dass es Sinn macht, den Triarchus der Zusammenarbeit mit ihnen zu verdächtigen. Ja, das ist eigentlich erstaunlich, wie krass, was für ein krasses Problem die Piraten waren zu der Zeit. Das ist immer so ein bisschen schwer vorstellbar, aber es war tatsächlich eine Sache, die Rom oft echt bis an seine Grenzen gebracht hat und deswegen... später auch Pompeius, glaube ich, sich da sehr ausgezeichnet hat, indem er die Piraten geschlagen hat. Also ja, es war ein riesiges Problem. Also nicht so, wie man sich vorstellt, so, na, da sind halt ein, zwei, drei Schiffe, die irgendwas machen, das waren halt überall, ne? Okay, ja, was getan ist, ist getan. Den Triarch jetzt hinzurichten, bringt uns nichts. Gut, dann verschonen wir sein Leben. Aber denk daran,
Gnade ist ein Luxus, den ihr euch nicht immer werdet leisten können. Ich muss euch widersprechen. Dem Preis der Gnade werde ich immer bereit sein zu zahlen. Ich werde euch beim Wort nehmen, junger Mann. Danke. Wenn ihr jemals wieder die Hilfe eines guten Navigators benötigt, stehe ich euch zu Diensten. So. Ruderer, verschärft das Tempo und haltet die Augen offen. So, und jetzt kommen wir dann zu unserer tatsächlichen Charakterauswahl. Na, ihr seht hier verschiedene Möglichkeiten haben wir. Das ist hier der Veles, also die leichte Infanterie. Es gibt auch verschiedene Unterklassen, die uns hier eben verschiedene Fähigkeiten dann geben. Aber es ist jetzt alles, wie gesagt, ja, nicht so ausgebaut, wie man es hat für so einen richtigen CRPG kennt, sondern es ist alles relativ, oberflächlich gehalten. Muss man sich also nicht erst einstudieren, um spielen zu können. Sehen auch hier, was für Ausrüstung wir dann tragen können. Puccio und ein Gladius. Hier die Schwerteinfanterie. Ja. Schwere Rüstung. Cooler Helm. Eine schöne Haster. Und ein Schild. Bogenschütze können wir auch machen, aber ich denke, das hier. Den Triarius aus der zweiten Reihe. Der hat nicht auch so ein paar nette Fähigkeiten, die, ja, so ein bisschen als Anführer quasi wirken. Hier zum Beispiel das Kriegshorn, was wir blasen können. Aber eigentlich diese Sache mit der aus der zweiten Reihe angreifen, mit dem Anführer, der nicht unbedingt sterben sollte, finde ich eigentlich als ganz equipped, ne? Das sieht cool aus, ne? Okay. Lancea. Wir können auch Rüstung zerfetzen damit, was uns wahrscheinlich zu einem guten Asset macht. Sehen wir mal das hier. Gedrückt halten. Also, wenn man gedrückt halten hat, ja, dann wird es wahrscheinlich immer noch auf Konsole auch erscheinen, ja. So, bestätigen wir das hier. Dann schauen wir mal. Oh, mal ein. Sieht also sehr athenisch aus hier mit diesem ganzen Blau, ne? Gesetz wird genau Gegenstände zerlegen. Akt 1, Asia Minor. Erstes Jahrhundert vor Christus. Jetzt sind wir auf Lesbos Volan getroffen. Luzulus Legionslager auf der Insel Lesbos. Geehrte Gäste, willkommen auf Lesbos, der Perle des Mittelmeeres. Ein hässliches Piratennest. Eine uneinnehmbare Festung von Piraten wohl eher. Und dank der Stärke ihrer Flotte mit uneingeschränktem Nachschub an Essen versehen. Dann sollten wir einen Weg finden, diesen Nachschub einzuschränken. Ihr denkt wie ein Imperator, Gaius. Ha. Nun gut, Leute. Das hier ist Luculus Kriegslager. Das Herz aller Einsätze in dieser Region. Ihr seid lange auf See gewesen. Ich schlage vor, ihr vertretet euch etwas die Beine, um euch ans feste Land zu gewöhnen. Schaut euch um und trefft ein paar Leute. Der Konsul wartet im Kommandozelt. Verspätet euch nicht, wenn ihr ihn nicht verärgern wollt. Ja, dann würde ich sagen, dass wir uns tatsächlich erst in der zweiten Folge mit dem Konsul befassen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Die Soundprobleme sind halt ein bisschen blöd. Ja, die schweren es einem ein bisschen, euch das eher verständlich und perfekt darzustellen. Aber ich hoffe, ihr kommt trotzdem ganz gut mit. Und ja, ich versuche einfach die Musik immer so ein bisschen zu umgehen und immer hier ein bisschen an den Regler rumzuspielen bei der Aufnahme, damit das ja auch für euch passt. Ja, ich bin bisher ganz angetan von dem Ganzen. Na, es ist halt auch mal was wirklich anderes hier mit so einem römischen Setting so ein Spiel zu haben. Und ich bin sehr gespannt auf mehr. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Thorn.